Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Faeser, schön, dass die Justiz es zumindest geschafft hat, Sie hier in dieses Plenum zu zitieren. Also die Justiz wird wahrscheinlich auch demnächst noch genug mit Ihnen zu tun zu haben. Aber um Sie geht es ja dann später. Der Justizminister Marco Buschmann, meine Damen und Herren, auch bekannt als MB Sound im Netz, der tranig-tranzige Melodien verzapft und zusammenstellt, dem kann man nicht vollständige Untätigkeit vorwerfen. Neben seinen musikalischen Hobbys hat er zumindest Zeit, ein bisschen in der Links-Mottenkiste rumzukramen und uns Gesetze zu präsentieren, wie Einführung der Gerichtssprache Englisch, die Drogenfreigabe. Warum, fragen wir uns, vielleicht für die Konsumenten seiner Musik, vielleicht um Lauterbach zu entkriminalisieren oder vielleicht auch nur um die Ampelpolitik erträglicher zu machen. Man weiß es nicht. Kunterbunte Nachnamensgestaltung, die erinnert wie ein Mix aus dem Becher von Tom Cruise in Cocktail, Spitzel und Meldestellengesetze und ganz wichtig offenbar das Selbstbestimmungsgesetz. Heute schon ein paar Mal hier erwähnt, dass es demnächst ganz üblen, schrägen Gestalten wahrscheinlich ermöglicht, häufiger und problemloser das Geschlecht zu wechseln als unser eins, das Telefon, den Telefonanbieter oder gar seine Heizung. Je nachdem, wie man sich gerade fühlt oder Frau sich gerade fühlt oder identifiziert, Mann oder Frau, außer es ist Krieg, dann bleibt ein Mann ein Mann. Ansonsten Verwirrung pur. Wenn sich die Frau kurz vor der Geburt des Kindes entscheidet, ein Mann zu sein, 1591 hat das Kind keine Mutter. Wenn sich der Vater entscheidet, eine Frau zu sein, wenn sich der Erzeuger entscheidet, eine Frau zu sein, 1592 BGB, hat das Kind keinen Vater. Ist das überhaupt ansatzweise durchdacht, Herr Buschmann, der da gerade nett plaudert, überhaupt ansatzweise durchdacht, was das für einen Einfluss auf unsere Familien in Deutschland hat? Ich glaube nicht. Willkommen in der verrückt perversen Welt. Nun auch der Freien Demokratischen Partei und des Bundesministeriums der Justiz, das ja früher einmal das Herzstück und das Bollwerk unseres Rechtsstaates und der Gesetzgebung in unserem Deutschland war. Geblieben davon ist in der Regenbogenwelt des Herrn Buschmann noch ein klitzekleiner Schatten des ehemals großen Bundesjustizministeriums. Und es ist nicht der einzige Justizminister, der dafür verantwortlich ist, das Ministerium weiter zu verzwergen. Das geht schon sehr lange. Verzwergen allerdings nur thematisch. Was das Verzwergen personell angeht, hat der Kollege Peterka schon ausgeführt, das überhaupt nicht. 400 hochbezahlte Juristen sind im Ministerium angestellt. Wir haben mal gefragt, was machen die denn so? Die haben gerade mal ein Dutzend Gesetze auf den Weg gebracht, Gott sei Dank, muss man sagen. In dieser halben Legislaturperiode von 3 Juristen überhaupt nur konkret zu ermitteln, was die da in ihrem Ministerium tun. Ich kann verstehen, Herr Buschmann, dass 99% der Juristen auf Tauchstation sind. In einem solchen Ministerium würde ich auch nicht arbeiten wollen. Da kann man wirklich verstehen. Das gibt es nur noch zu tun, meine Damen und Herren. Entbürokratisierung muss vorangetrieben werden. Entpolitisierung der Justiz muss vorangetrieben werden. Absenkung der Strafmündigkeit. Aber ansonsten nur Klientelpolitik. Wenn ein Mann als Frau bezeichnet wird oder umgekehrt, demnächst ist es strafbar. Hochkriminelle Klimakleber werden freigelassen, verurteilt. Vergewaltiger auf der anderen Seite werden freigelassen, meine Damen und Herren. Das ganze Justizsystem steht bei uns auf dem Kopf. Es muss wieder richtig eingenordet werden. Die Alternative für Deutschland. Kommen Sie bitte zum Schluss. Dass nicht nur die gerade genannten Unsinnsgesetze abgeschafft werden, sondern dass mit dem eisernen Besen geklärt wird. Meine Damen und Herren, wir werden Lösungen liefern. Herr Abgeordneter, wir werden Schluss machen, kommen Sie zum Schluss. Clownsrepublik und für ein Deutschland arbeiten, auf das die Deutschen in Deutschland wieder stolz sein werden. Vielen Dank. Ihnen auch.